Ja, moin moin meine Minecraft-Freunde hier, das ist das, was wir das letzte Mal gemacht haben, unseren Eingangsbereich. Hier haben wir noch ein paar Schuhe, ein paar Hosen hingeklatscht. Ja, also ich bin eigentlich ganz zufrieden, ich muss mal schauen, ob ich es wirklich so lasse mit dem Teppich hier und so. Also ich dekoriere das ja derzeit, das Haus hier, und es geht mir schon allmählich auf den Keks, muss ich dazu sagen. Weil... Puh, ach ja, wir haben ja hier oben den Weg, haben wir ja auch noch gebaut, fällt mir gerade ein. Es ist schon eine Weile her, seit meiner letzten Aufnahme, aber naja. Ich muss mal schauen, wenn ich immer mal irgendwelche Verbesserungsvorschläge habe, werde ich die einfach immer mal so, einfach mal ausprobieren. Und ja, das soll übrigens jetzt mein Schlafbereich, also sozusagen das Schlafzimmer werden, wo ich jetzt nicht direkt schlafen kann, aber optisch natürlich das Schlafzimmer. So, ich habe natürlich schon vorgebaut. Ich weiß, was ich brauche. Gott sei Dank, weil sonst wäre ich bestimmt aufgeschmissen. Okay, den brauche ich nicht, also nochmal weg. Dann machen wir jetzt einfach so. Den hat man nicht. Den. Ich brauche, okay, das machen wir nachher. Ich brauche als nächstes. Was brauchte ich denn als nächstes? Ach ja. Ich bin ja natürlich eine Garni. Okay, jetzt setzen wir erstmal. Wir können eigentlich, können wir noch weitere Gegenstände. Gemälde können wir nehmen. Ich bräuchte das. Wo haben wir? Wo haben wir? Hier, den bräuchten wir, und ja, dabei lassen wir es jetzt erstmal sein. So, und jetzt fangen wir erstmal an mit unserer. Wie setze ich den denn mal hier her? Hier. Ich glaube mal, so war das. Zwei hier, so. Aber wir sind schon ein zu breit. Ich hatte das, glaube ich, mal nur so. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, sonst muss ich es dann nochmal ändern. So, jetzt setzen wir auf jeden Fall erstmal unser Bett hin. Also, das ist jetzt kein Bett, wo ich direkt schlafen kann, aber. Das ist ja eigentlich alles nur optisch, müsst ihr euch das so vorstellen. Das muss ich leider mit den, wie heißen die Dinger? Mit den Quarzstufen machen, weil wir leider hier auf der 360-Version noch nicht den Schnee stapeln können, sonst hätte ich da ein wenig Schnee aufgestapelt, dass das halt so aussieht wie Kissen, müsst ihr euch vorstellen. Aber. Oh ja. Oh ja, wir sind schon richtig. Wir machen das schon richtig. So, das ist jetzt erstmal provisorisch unser Bett, würde ich mal so behaupten. So, jetzt müssen wir das natürlich noch ein wenig verzieren. Da sieht alles noch so hingeklatscht aus. Ja, machen wir hier so und so. Und hier machen wir den. Ich habe keine Slabs. Aber die, ja, das schnell gelöst, das Problem. Bam. So, wie ich die jetzt hier mache, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich habe das zwar jetzt mit Smaragdblöcken gemacht, aber das hat mir nicht gefallen. Muss ich mal noch so betonen. Deswegen, wartet mal, wir machen jetzt erstmal schnell die Ecke weiter. Hier machen wir so einen kleinen Sanitkasten her. So, hier müssen wir, oder besser gesagt, wollte ich am liebsten den komischen Creeper-Kopf, genau den. Müssen wir mal schauen. Hier ist das und hier kommt jetzt der. Oh mein Gott, nein. Schmalzbacke kommt da nicht hin. Okay, wir müssen einen rüber. Hier, genau, ihr habt es gerade schon gesehen. Ich möchte hier den Fernseher hinklatschen. Ich weiß, das ist nicht gut für die Augen und so, aber Hauptsache es flimmert irgendwas oder irgendwas gibt Geräusche ab. So, das ist natürlich so ätzend jedes Mal mit den Bildern, aber ich glaube mal, jeder, der die 360-Version selber spielt, der weiß das. Nein, so, ich habe jetzt Previews ins Programm genommen, was der ein oder andere vielleicht schon mitbekommen hat. Ich hatte hier unten, hatte ich, ja, einmal, ich hatte auf jeden Fall einmal die, genau das, und hier hinten hatte ich das Regal mit den Büchern. Es regnet. Okay, wir haben es Nacht.
Wartet, ich möchte nur noch schnell hier dieses Buchregal hinklatschen, da werden wir uns hier mal schnell ein Bett herzaubern, mysteriöserweise. Nein, das mit dem Previous, keine Sorge, gibt es keine Probleme, habe ich mir natürlich vorher die Rechte geholt, dass ich das hochladen darf, weil ich habe keinen Bock, dass mein Kanal gesperrt wird und all solche Geschichten. Müsste ja schon mitgekriegt haben mit der Musik. Das ist auch so eine Sache. Die kenne ich bis jetzt auch noch nicht bei irgendjemand anderen. Oh nein, das war's. Weil ich wieder zu schnell drücke und jedes Mal, ich muss mal sagen, dieser Pumper von diesem Joystick, der geht mir so oder so richtig auf die Eier. Weil der nämlich jedes Mal so komisch quietscht. Obwohl ich den mir eigentlich erst gekauft habe letzten Monat. So, hier klatschen wir alles weg. Ich brauche ein Bett. Das klatschen wir uns hierher. Machen Haya-Bubu. Okay, jetzt haben wir morgen. Hör auf, Regen. Ich will dich nicht mehr. So, jetzt machen wir den. So, setzen wir natürlich noch ein wenig Grünzeug her. Das gehört zu so, machen wir aber nur einen. Hier setzen wir auch noch was her. Okay, das haben wir so. Ich hatte das. Damit hatte ich das. Dann hatte ich das. Und die Knöpfe. Bam. Okay, wir hatten das so. Müsst ihr euch das vorstellen? Ich glaube mal, wir hatten das nur so. Klatsche ich hier erstmal die Knöpfe dran. Der Knöpfe da. Okay, habe ich einmal betätigt. So, ich möchte. Ne, am besten wir machen erstmal hier oben. Hier kommt nämlich einfach nur so ein kleines. Nein, nein, genau das wollten wir haben. So ein Kleiderregal kommt ja her. Oder so eine Schublade oder. Ja, wenn man sie mal wieder bekommt. Nein, kein Creeper-Kopf. Come on. Und da habe ich mich abgesichert und ich hätte das auch schon eine Weile hochladen können, ganz ehrlich. Weil mich ein paar Leute Nein, genau das wollten wir haben. Weil mich ein paar Leute gefragt haben, weshalb machst du das jetzt? Ich verstehe den Sinn nicht. Nee, ich habe das einfach mal ausprobiert. Weil ich es, wie gesagt, schon eine Weile machen konnte und ich hatte einfach mal Lust und Laune und wollte halt mal schauen, wie es ankommt. Und ja, der eine hat mir in die Kommentare geschrieben, was soll das mit den Previews, die kennt ja eh schon jeder. Also ich sag mal, ich kenne mehr als genug Leute, die sich darüber gefreut haben. Auch jedes Mal skippe ich das wieder weg, Mann. Das war jetzt das dritte Mal. Ätzend. Und ja, das ist wieder so eine Ansichtssache. Der eine kennt sie halt, der andere kennt sie halt nicht. Was ich könnte auch solche Mank. Okay, jetzt lass mal. Solche Manga-Kapitel-Videos könnte ich auch machen. Aber da habe ich ganz ehrlich keinen Bock drauf, weil ich muss dazu sagen, ich lese ab und zu auch mal den Manga. Will ich jetzt also von Fairy Tail, von One Piece, von Naruto, sowas. Was ich aber auch noch sagen muss, das ist nur wirklich vereinzelt, dass ich die Dinger mal lese. Weil. So. Wir hatten doch hier, hatten wir doch auch noch irgendwas. Was hatten wir denn hier hergesetzt? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß, es war auf jeden Fall irgendein Bild. Das hier. Und ja, was hat ich denn hier hergesetzt? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss aber mal ein bisschen auf die Zeit rüber illern. So, hier hat man auf jeden Fall den so. Ganz normal. Halt, ich glaube, hat mir noch einen mehr. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz so sicher, wie ich es hatte. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Hier machen wir einfach so ein kleines Regal. Ich glaube, wir hatten das so. Dann aber hier oben noch. Okay. Was hatte ich denn hier her? Ach ja, ich hatte hier einen Monitor. Ach ne, okay. Ich hatte hier so
Ja, genau, den Bildschirm hat man. Und hier unten hatten wir ein Tresor. Oh, da war er schon. Ätzend. Come on. Okay, und hier lassen wir einfach so Bücherregal. So, was hat man hier? Das ist auch wieder so eine Sache. Und nein, nochmal zu den Mangas. Das ist nicht so mein Fall, weil ich mich nicht so spoilern lassen will, ganz ehrlich. Weil wenn man die Manga-Kapitel jede Woche verfolgt, da hat man einfach keinen Spaß mehr an den Episoden, wenn sie dann rauskommen. Da sie natürlich später rauskommen. Ich glaube, das wisst ihr alle. Warte mal, den. Ich brauche jetzt noch eine Druckplatte, eine Hebel. Und euer nochmal zurück. Und den. Okay. Das war nämlich so. 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 Hatten wir hier einen kleinen Tisch. Dann hatten wir hier eine Sitzmöglichkeit. Da hat man ganz einfach nur so dran geklatscht. Hier drinnen auch nochmal die Dinger dran. So, hier hatten wir unsere. Erstmal das. Jetzt brauche ich den komischen Monitor mit dem Kopf, der so komisch schreit. So. Nein, da weißt du einfach alles, was in die Episoden vorkommt. Und deswegen verfolge ich den Manga nicht so oft, muss ich sagen. Außer ich höre jetzt von ein paar Kollegen, dass er wirklich gerade richtig abgeht. Also da muss ich mich wohl oder übel auch spoilern. Okay. Hatten wir so. Was hat man hier? Hier hat man auch zwei Regale irgendwie dran. Oder Schubfächer längere. Auf jeden Fall. Das mit den Bildern, das ist so ätzend, Leute, Alter. Okay, das. Oh ja, das war gut. Und hier unten machen wir jetzt. Okay, lass uns so. Hier machen wir einfach mal zwei Kleiderhaken her. Hier und hier. Das schlagen wir nochmal weg und nehmen. Nehmen den, machen das so. Und dann machen wir es so. Nein. Okay. Die wollte ich nämlich hier. Habe ich mich entschieden, doch Türen reinzumachen. Ich sag mal, das ist eigentlich ganz traditionell, ne? Oh. Ganz traditionell, wenn man schlafen gehen möchte, dass man natürlich auch eine Tür hat. Genau, das werde ich auch drüben machen. Ich weiß noch nicht, was das für ein Zimmer da hinten wird, aber hier hinten wird auf jeden Fall dann ein Bad hinkommen. Und ja, okay, das könnte man eigentlich alles so lassen, aber naja, wir machen das jetzt. Okay, ich brauche auf jeden Fall wieder Gemälde, dann brauche ich das. Und das war's eigentlich schon, wenn ich mich recht entsinne. Den hier. So, hier jetzt ein Regal hätte ich ganz gerne. Ja, komm, wir setzen uns hier einfach mal Wir setzen uns einfach mal hier eine Mikrowelle her. Okay, das ist jetzt neu, das hatte ich vorher nicht so. Okay, das gibt dann auch wieder keinen Sinn. Dann müssen wir das dann eher so machen. Okay, wir hatten ja eigentlich die Creeper-Köpfe. Oh, dieser Joystick, Alter, das hörst du sogar durch mein Headset, Alter, dass das richtig krass quietscht, Mann. Ich glaube mal, ihr hört das auch. Und ja, das heißt, dass ich mir wohl den nächsten wieder einen neuen Joystick kaufen kann. Nicht, weil der hier nicht mehr funktioniert, sondern weil der nur rumquietscht wie so ein Lappen. Machen wir hierher. Setzen wir den da. So. Okay, wir hatten jetzt hier noch ein paar Knöpfe. Ich mich recht entsinne. Bäm, bäm. So, und jetzt müsste ich diese Seite da noch machen. Eigentlich, wartet, hier fehlt noch der und der. Wir hätten den hier so hier.
einfach mal noch einen Teppich hergeklatscht, damit wir noch ein wenig Farbe ins Spiel bekommen. Aber ich glaube, manchmal hatten den einen weiter hinten, ne? Wir hatten den so hier. Dasht ich auf jeden Fall, aber so gefällt es mir eigentlich auch besser. Okay, nee. Schnapsidee. Okay, das gefällt mir auch nicht. So, ups und ups. Okay. So, jetzt muss ich mal schauen, wie ich denn jetzt hier hinten noch... Das werden wir natürlich dann abdecken. So, einfach mal... Komm, ich glaube mal, das könnte ganz gut aussehen mit dem Schwarz-Weiß-Effekt. Ja, ja, können wir eigentlich so lassen. Würde ich sagen, sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Mist. So, das noch und schnell noch hier. Okay, jetzt klatschen wir nochmal grün drauf. Haben wir noch. Einstecken, zack, zack. Haben wir die Knöpfe noch. Ja, hier. Aber jetzt sieht das hier wieder nicht gut aus. Okay, machen wir einfach wieder ganz traditionell, wie wir es vorher hatten. So. Knöpfe dran. Bam, bam. Ich glaube mal, hier hinten können wir das so lassen. Und ja, so haben wir ein Schlafort ins Spiel. Es wird dunkel und dann sage ich, haut's rein und die Liebe bis morgen.